Und an der Stelle herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt gerade hier in Berlin gelandet, werde ich die nächsten 2 Tage hier bleiben. Treffe ich den Kevin, den werdet ihr gleich kennenlernen, der hilft mir mit diesen YouTube-Videos. Also ich müsste euch bei ihm ganz oft bedanken. Dann geht die Hektik los, alles last minute, kurz vor dem Projekt. Nächste Woche geht es auch schon los in die Mongolei. So Leute, da wären wir auch schon bei Kevin from the Block. In seinem Studio. Guck mal, was er hier hat. Einfach perfekte Sammlung zu Barca, Ronaldo, Ronaldinho. Wer das Video mit ihm und mir gesehen hat, falls nicht, dann schaut euch das an. Ich muss sagen, ich glaube, ich war einer der ersten Podcasts, wo du so ausführlich auch über alles gesprochen hast, ja, oder? Ja, genau. So haben wir uns kennengelernt, daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und jetzt müsst ihr echt dankbar sein, weil der Kevin mir auch in Zukunft helfen wird. Sehr, sehr gerne. Mit dem YouTube. An dieser Stelle werde ich das jetzt übernehmen. Wenn ihr sowieso schon da seid, abonniert diesen Kanal kostenlos, es wird sich lohnen. Like dieses Video, kommentiert, supportet Savas auf seiner Reise. Es ist sehr viel wert, auch für uns als Content Creator, dass ihr das da draußen macht. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und auf eine gute Zusammenarbeit. Leute, ich bin gerade am Alexanderplatz. Schaut mal, was ich gefunden habe. Inca Cola, das Getränk. Aus Peru. Ich stehe jetzt wieder kurz vor dem Projekt, mein neues Abenteuer. Beim letzten Mal haben wir uns auch kurz vorher getroffen. Das stimmt, jetzt wieder ein letztes Mal vor deiner Reise. Ich bin stolz auf dich, wirklich, was du bis jetzt erreicht hast. Und eine Frage an dich. Wie fühlst du dich jetzt eigentlich vor dieser Reise? Ist es dasselbe Gefühl so wie vor Peru? Oder würdest Nein, du sagen, es ist immer was Neues, weil es auch wieder ein ganz anderes Projekt ist. Es ist ein Land, wo ich auch noch nie war. Das ist auch das Besondere oder das, warum ich es mache. Es ist einfach das Ungewisse. Ich weiß selber nicht, was passieren wird, was auf mich, was mich erwartet. Natürlich ist auch irgendwo der Respekt vor da, weil es ist wirklich eine Herausforderung und genau das ist der Reiz für mich. Gerade aus dem Training raus, heute nochmal eine längere Einheit, die letzte Woche, wo ich nochmal härter trainiere und dann ruhe ich mich Anfang der nächsten Woche aus und dann geht es auch schon los mit der extremen Belastung. So, mittlerweile raus in Bremen angekommen. Es geht jetzt direkt weiter ins Training. Das sind die letzten wichtigsten Tage jetzt, kurz vor der Reise. Die letzten Trainingstage laufen. Ich werde heute und morgen nochmal eine längere Strecke laufen. Und dann Anfang der nächsten Woche, ein paar Tage bevor es dann losgeht, muss ich mich dann ein bisschen ausruhen. Ja, damit ich wenigstens mit frischen Beinen starten kann. Und von dort an sehr schmerzhaft. Bin bereit, fühle mich sehr, sehr gut. Moin Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade in Hamburg. Und verspäte mich auch etwas, weil der Zug natürlich Verspätung hatte und heute ist der Tag. Ich treffe mich jetzt mit Javier, der ist extra angereist, ja, für die ersten Dreharbeiten quasi für das neue Projekt. Für die Dokumentation werden wir hier anfangen ein bisschen zu drehen. Er wird mich einen Tag begleiten, dann geht's los. Hey Leute, ich bin hier gleich in der Icebox heute. Regeneration ist angesagt, kurz vor der Reise. Den Körper einmal schön schocken mit Kälte. Ja, fördert die Durchblutung und die Regeneration für die Muskulatur. Ich stehe hier gerade am Bremer Hauptbahnhof und heute ist der Tag gekommen. Es geht endlich los. Ich fahre gleich zum Frankfurter Flughafen, werde mich mit Ravi und Lucia treffen und wir steigen dann gemeinsam in den Flieger in die Mongolei. Mein neues Projekt, die Aufregung kommt so langsam, bei mir dauert es immer ein bisschen und ich freue mich, wenn ich einfach endlich loslaufen kann und das Projekt beginnt. Für viele, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde euch wieder intensiv auf diese Reise mitnehmen und zwar darf ich verkünden, es wird noch eine Doku entstehen, deswegen werden mich Javier und Lucia begleiten, die haben mich schon in Peru begleitet und es ist ein wunderschöner Film entstanden und das wird diesmal wieder der Fall sein. Die YouTube-Videos, die nehme ich natürlich auf und das, was Javier und Lucia für euch zaubern, das kommt natürlich alles ganz am Ende. So, mittlerweile am Frankfurter Flughafen angekommen, da vorne sitzt Javi auch schon, wir warten gerade auf Lucia und dann geht's in die Mongolei. Es ist ein Direktflug hier von Frankfurter Flughafen nach Ulaanbaatar. Das sind circa 9 Stunden Flug. Ich hoffe, ich kann ein bisschen schlafen. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen ablenken kann, weil ich hasse lange Flüge, lange Fahrten allgemein. ¡Qué bien verte!
smells different. Good. So Leute, wir sind in der Schweiz angekommen. Nein. Die Mongolei natürlich hier. Wie heißt das hier? Square? Also auf jeden Fall der Hauptplatz mit der Genghis Khan Statue. Und ja, wir kommen gerade direkt vom Flughafen und haben hier kurz Halt gemacht und können dann gleich weiterfahren ohne Traffic. Fahren dann quasi zu Tunga nach Hause, wo wir übernachten werden die nächsten Tage. Let's go! Jetlag kickt auf jeden Fall ein bisschen rein. Nicht geschlafen, jetzt besorgen wir gerade SIM-Karten und ja, bereiten alles vor. Bis zum Start. Mein erstes mongolisches Gericht. Wie heißt es nochmal? Turban. Turban. Ja. Okay. Ja. Guten Appetit. So Leute, ich habe gerade Geld abgehoben hier in der Mongolei. Und ich habe mal eine Frage, eine kleine Challenge an euch. Was glaubt ihr, wie viel Geld das ist? Also warte, ich zeig das mal so. Kannst du das mal vor uns finden? Ein kleiner Tipp. Es ist gar nicht so viel, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, jetzt kurz Pause machen. Soll ich auflösen? 3, 2, 1 sind ungefähr 222 Euro. Und 40 Scheine. Echt krass. Der ganze Stress ist jetzt fast vorbei. Wir befinden uns immer noch hier in Ulaanbaatar. Mussten organisatorisch noch ganz viel machen. Das war nicht so einfach, das war nicht so der schöne Teil bei so einem Abenteuer. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich ab dem Moment, wo ich eigentlich loslaufen kann und wenn das Abenteuer beginnt. Und morgen wird der Tag sein, morgen fahren wir mit unserem Fahrer in Richtung Startpunkt zum Norden der Mongolei und dann am nächsten Morgen fange ich dann an zu laufen und ja, freue mich drauf, freue mich auf die Herausforderung. Und das wird, wie gesagt, eine große Herausforderung. Und ja, bin gespannt auf das, was ich erleben werde. Und an der Stelle, wenn ihr mich supporten möchtet, ihr wisst, wie YouTube funktioniert, gebt mir ein Like, Kommentare, teilt das Video mit allen. Und ja, dann freue ich mich auf die Erlebnisse mit euch. Let's go.